Man sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Was sagen also diese Fotos von Fürstin Chalain von Monaco wirklich über ihre Gefühle aus? Als Fürstin Chalain und Fürst Albert im Jahr 2011 den Bund fürs Leben schlossen, hätte ihre Hochzeit wie ein Märchen wirken müssen. In wahrhaft königlicher Manier plante das Paar ein 4-tägiges Event mit Konzerten, Feuerwerk und einer riesigen Torte mit 110 Pfund Erdbeeren. Und anstatt die Feierlichkeiten ganz privat zu halten, lud das Brautpaar die Bevölkerung von Monaco ein, mit ihnen zu feiern. Die monegassische Bevölkerung wurde während der Veranstaltung mit einem Auftritt der Eagles beglückt. Später wurden sie zu einer romantischen Hafenshow mit dem französischen Musiker Jean-Michel Jarre eingeladen. Natürlich waren nicht alle Teile der königlichen Hochzeit für die Öffentlichkeit zugänglich. Nur eine ausgewählte Anzahl wichtiger Gäste durfte den eigentlichen Zeremonien beiwohnen. Ja, im Plural. Für Albert und Chalain war es nicht genug, einmal zu heiraten. Stattdessen wurde das Paar am 1. Juli standesamtlich getraut, gefolgt von einer religiösen Zeremonie am 2. Juli. Inmitten all des fröhlichen Treibens und Feierns schien jedoch eine Person ausgesprochen unglücklich zu sein. Bei der standesamtlichen Trauung wirkte Chalains Körpersprache äußerst angespannt, was einige königliche Fans zu der Frage veranlasste, ob sie überhaupt heiraten wollte. Wie die königliche Journalistin Karen Kassane in der Zeitung The Sydney Morning Herald bemerkte, Fürstin Chalain von Monaco wirkte benommen, ein schwaches Lächeln mühte sich, ihre Mundwinkel nach oben zu ziehen. Ein echtes Lächeln gelang ihr erst, als die Zeremonie vorbei war. Wenn Fürstin Chalain schon bei ihrer standesamtlichen Trauung unbehaglich wirkte, so war sie es auch bei der kirchlichen Trauung am nächsten Tag nicht. In einem prächtigen weißen Armani-Kleid sah Chalain umwerfend, wenn auch düster aus. Die Presse bemerkte, dass die zukünftige Fürstin während der gesamten Zeremonie einen deutlichen Mangel an körperlicher Zuneigung zu ihrem Bräutigam zeigte und sogar versuchte, einem Kuss von Prinz Albert auszuweichen. Die australische Kolumnistin Miranda Devine schrieb in der Tageszeitung The Daily Telegraph: Sie steckten ihre Köpfe in einer Parodie eines Kusses zusammen, der nur unwesentlich weniger peinlich war als der Knutscher, den er vor dem Altar gab. Es war einfach unerträglich. Wir urteilen anhand der Körpersprache und ihre war unglücklich und seine wütend. Tatsächlich deutete Chalains Körpersprache darauf hin, dass sie nicht gerade begeistert war, auf ihrer Hochzeit zu sein. Als wäre der peinliche Kuss, den sie mit Albert teilte, nicht schon merkwürdig genug, brach die Braut am Ende der Zeremonie in Tränen aus. Die Fans spekulierten, dass Chalain aus Kummer weinte und der Hashtag RunawayChalain machte auf Facebook und Twitter die Runde. Die Fürstin führte ihre Tränen jedoch auf den Stress des königlichen Ereignisses zurück und sagte der Times: Alles war einfach so überwältigend und es gab all die gemischten Gefühle wegen der Gerüchte. Im Laufe der Jahre deutete die Körpersprache von Fürstin Chalain immer wieder darauf hin, dass zwischen ihr und Fürst Albert nicht alles in Ordnung war. Besonders deutlich wurde dies beim Meeting Hercules Monaco 2017, einem Leichtathletik-Wettkampf, an dem auch die monegassische Königsfamilie teilnahm. Bei diesem aufregenden Leichtathletik-Event schienen Albert und Chalain, beide ehemalige Olympioniken, begeistert die Wettkämpfer anzufeuern. Wenn es jedoch darum ging, miteinander zu interagieren, schien das Paar weit weniger begeistert zu sein. In einem Interview mit dem Express sagte die Körpersprachanalystin Judy James, dass sie bei der Veranstaltung Anzeichen für ein mögliches hohes Maß an Spannung zwischen Albert und Chalain festgestellt habe. Dies war vor allem auf Chalains Seite der Dinge offensichtlich. Unter Hinweis auf ein Foto, auf dem Albert seinen Arm um Chalains nackte Schultern legt, behauptete James, dass die Geste rein performativ sei und die Fürstin in der Umarmung deutlich unglücklich aussehe. Der Spezialist für nonverbale Kommunikation erklärte: Sein Arm um sie scheint darauf abzuzielen, sie in eine Pose zu ziehen, und er zieht eine Grimasse, während sie ein sehr starres Lächeln und einen angespannten Händedruck zeigt. Zu allem Überfluss stellte James fest, dass Chalains Körpersprache darauf hindeutet, dass sie Bedenken hat, auf einem weiteren Foto mit Albert zu erscheinen. Ein mögliches Zeichen dafür, dass die Fürstin im Rampenlicht unglücklich ist. Laut James scheint Chalain noch mehr zu zögern, wieder mit ihm zu posieren, und erscheint sie mit ängstlichen Augen zu beobachten. Es ist kein Geheimnis, dass das königliche Leben für Fürstin Chalain nicht immer einfach war. Und vielleicht wurde das bei keinem Ereignis deutlicher als beim Monte Carlo TV Festival 2019. Bei diesem aufregenden VIP-Treffen tranken Schauspieler aus aller Welt Cocktails, gaben Autogramme und mischten sich sogar unter die monegassischen Bürger. Inmitten all des Glitzers und Glamours wirkte Chalain jedoch sehr zurückgezogen. Während der 4-tägigen Veranstaltung wurde die Fürstin mehrmals mit einem übermäßig ernsten Gesichtsausdruck fotografiert. Und als Fürst Albert sie zu der großen Veranstaltung begleitete, wirkte Chalain so teilnahmslos, als würde sie gleich an einer Beerdigung teilnehmen. Laut der Körpersprache-Expertin Judy James könnte der Grund für den versteinerten Gesichtsausdruck der Fürstin tatsächlich Einsamkeit gewesen sein. Wie James dem Express sagte, wirkte Chalain etwas isoliert, als sie unter die monegassische Elite trat. Interessanterweise gab es Grund zu der Annahme, dass Chalain sich nicht immer wohlgefühlt hat, wenn sie von der Oberschicht des Fürstentums umgeben war. In einem Interview mit dem Tatler gab die Fürstin einmal zu, dass sie sich in königlichen Kreisen gesellschaftlich schwer tat. Sie gestand:
Obwohl ich einige wunderbare Menschen kennengelernt habe, seit ich in Monaco lebe, betrachte ich sie alle als Bekannte. Ich habe hier nur zwei Menschen, die ich als Freunde betrachte. Vielleicht könnte Charlens angespannte Körpersprache also ein Zeichen dafür sein, dass sie sich, wie viele königliche Bräute vor ihr, hinter den Palastmauern einsam fühlt. I've been here for 4 years and I've obviously been on a couple of head of state trips with you and Es ist nicht leicht, in ein europäisches Königshaus einzuheiraten, und im Laufe der Jahre hatten viele Prinzessinnen in den ersten Jahren dieses Übergangs Schwierigkeiten. Prinzessin Diana zum Beispiel war in den ersten Jahren ihrer Ehe mit König Charles III. Bekanntlich unbeholfen vor den Kameras. Mit der Zeit wurde sie jedoch immer selbstbewusster in der Öffentlichkeit und erhielt sogar den liebevollen Spitznamen Prinzessin des Volkes. Leider verlief die Geschichte von Fürstin Charlène jedoch nicht zu reibungslos. Selbst 11 Jahre nachdem sie mit Fürst Albert vor den Traualtar getreten ist, wird die monegassische Königin bei offiziellen Anlässen als unangenehm empfunden. Beim Grand Prix 2022 war Charlènes Körpersprache zurückhaltend und gelegentlich düster. Obwohl sie die Energie aufbrachte, einige der Rennfahrer mit einem Lächeln zu begrüßen, wurde die Fürstin immer wieder fotografiert, als sei sie mit ihren Gedanken ganz woanders. Wie Judy James gegenüber der Daily Mail erklärte, kann Charlens Gesichtsausdruck inkongruent sein, mit einem erzwungenen Lächeln, das nie ganz zu ihren Augen vordringt. Als ob diese Aura der Traurigkeit nicht schon besorgniserregend genug wäre, bemerkte James, dass Charlène der Berührung mit Albert auszuweichen schien. Laut dem Spezialisten für nonverbale Kommunikation wurde die Fürstin mit einer Klatsch in der Hand gesichtet, die jeglichem Händedruck im Wege stand. James erklärte, jegliche Berührungsrituale scheinen durch das Tragen ihrer Tasche zwischen den beiden blockiert worden zu sein. Obwohl Fürstin Charlène es nie geschafft hat, so populär zu werden wie Prinzessin Diana, hat die in Simbabwe geborene Sexbombe viel mehr mit der britischen Ikone gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint. Charlène und Diana sollen sich nämlich in ihrer Körpersprache ähneln. Offenbar wurden beide Frauen dazu ermutigt, der Öffentlichkeit ein Bild des Glücks und der königlichen Herzlichkeit zu vermitteln, auch wenn sie in ihrem Privatleben große Probleme hatten. Die Körpersprache-Expertin Judy James stellte diese Ähnlichkeit fest, als sie mit dem Express über Charlènes Mimik während des Grand Prix 2022 sprach. James sagte dem Magazin, ein Problem mit Charlènes Körpersprache ist jedoch, die Fähigkeit, eine schwankende Mimik zu verwenden. Diana sah im Allgemeinen glücklich aus, aber sie konnte plötzlich in einen Gesichtsausdruck verfallen, der unglaublich traurig und nachdenklich war, sogar während ihres Verlobungsinterviews. Charlène hat seit ihrer Hochzeit einen ähnlichen Charakterzug gezeigt. Dieser verzweifelte Gesichtsausdruck steht in starkem Kontrast zu der Art und Weise, wie Charlène vor ihren Zwillingen, Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques, strahlt. Wie James weiter berichtet, ihr Lächeln mit ihren Kindern sieht warm und liebevoll aus. Im Mai 2021 befand sich Fürstin Charlène auf einer Reise in Südafrika, als sie an einer Infektion der Ohren, der Nase und des Rachens erkrankte. Als sich der Zustand der Fürstin verschlechterte, war sie leider gezwungen, sich einer Reihe von Operationen zu unterziehen, die sie daran hinderten, nach Monaco zu reisen. Während dieser schwierigen Zeit war Charlène monatelang von ihrem Mann und ihren Kindern getrennt. Erst im August reisten Fürst Albert und die königlichen Zwillinge in die Regenbogennation und die Familie Grimaldi war wieder vereint. Natürlich posierte Charlène für eine Reihe von Fotos, als sie ihren Mann und ihre beiden Kinder nach dieser langen Trennung endlich wiedersehen konnte. Seltsamerweise deuten diese Fotos jedoch darauf hin, dass die Fürstin insgesamt unglücklich ist, insbesondere in ihrer Ehe. Wie Judy James in einem Gespräch mit der Daily Mail verriet, es gibt hier keine Anzeichen für eine direkte Verbindung zwischen Albert und Charlène. In der Tat zeigen die Bilder sehr wenig Chemie zwischen der Fürstin und ihrem königlichen Verehrer. James erklärte, auf den Fotos, die sie für die sozialen Medien ausgewählt hat, gibt es keine Berührungen, keine Nähe und nicht einmal Augenkontakt zwischen den beiden. Interessanterweise scheinen diese Familienfotos auch Charlènes Unabhängigkeit von ihrem Mann zu signalisieren. Wie James mitteilte, Charlènes Körpersprache definiert sie hier als Freigeist und sie scheint keine Kompromisse einzugehen, um durch ihre Posen emotionale oder gar einfühlsame Bindungen zu ihrem Mann zu signalisieren. Sie really cares about the about other people, that is extremely appealing. Vielleicht als Ausgleich für die fehlende Chemie auf ihren Familienfotos posierten Fürstin Charlène und Fürst Albert nach ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2021 auch auf einer Reihe von Fotos. Auf diesen Fotos, die auch auf Charlènes Instagram gepostet wurden, sind der Fürst und die Fürstin in enger Umarmung zu sehen. Auf einer Aufnahme hing Charlène praktisch von Alberts Körper herunter, auf einem anderen lehnte sich die Fürstin an die Schultern ihres Mannes. Obwohl diese Bilder sicherlich Intimität zu vermitteln versuchten, meinten Kritiker, dass Charlène und Albert sich überhaupt nicht nahe standen und behaupteten, dass die Fotos inszeniert waren. Judy James sagte der Daily Mail, das Paar könnte sich kaum näher stehen, es posiert Oberkörper an Oberkörper und Gesicht an Gesicht, mit Charlènes Arm um Alberts Hals in einer klammernden und ziemlich besitzergreifenden wirkenden Umarmung, die man fast als übertriebene Geste bezeichnen könnte.
James deutete auch an, dass diese Bilder ein Versuch gewesen sein könnten, die fehlende Nähe des Paares zu verbergen, indem er erklärte: Ihre Augen sind auf etwas gerichtet, das wie eine andere Kamera aussieht, sodass es sich eher um eine gestellte Aufnahme als um etwas wirklich Intimes handelt. Aber die Botschaft von Zuneigung und körperlicher Nähe ist trotzdem da. Dem Fachmann zufolge wirkt Charlene auf diesen Aufnahmen besonders unglücklich. James teilte mit: Charlenes Augenausdruck deutet in beiden Posen auf Traurigkeit hin, und obwohl sie lächelt, sind ihre Mundwinkel leicht nach unten gezogen, was auf gemischte Gefühle schließen lässt. Selbst nachdem sich Fürstin Charlene von ihrer Hals-Nasen-Ohren-Infektion erholt hatte, machten sich die königlichen Fans weiterhin Sorgen, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Offensichtlich muss man kein Experte für Körpersprache sein, um zu erkennen, dass die Fürstin unglücklich wirkt. Wie The South African berichtet, teilte Charlenes Bewunderer in den sozialen Medien ihre Meinung über die monegassische Königin und ihre Mimik. It's not all been plain sailing behind the scenes and there have been issues. Ein Twitter-Nutzer kommentierte Charlenes nonverbale Kommunikation beim Grand Prix 2022 mit den Worten: Schön zu sehen, dass es Fürstin Charlene gesundheitlich besser geht, aber sie ist offensichtlich immer noch unglücklich. Ich hoffe, sie kann sich eines Tages von dieser hässlichen Institution befreien. Sie liebt ihre Kinder offensichtlich. Ein anderer Twitter-Nutzer teilte diese Meinung und erklärte: Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Behandlung oder die Reha, die sie hatte, gelaufen ist, aber Prinzessin Charlene sieht immer noch so traurig und unglücklich aus. Ich fühle mit ihr. Letztlich spiegeln diese Kommentare das allgemeine Gefühl der Besorgnis wider, das viele königliche Fans für Charlene hegen. Ein Großteil der Welt behauptet, dass die Fürstin unglücklich ist, obwohl der Palast seit langem darauf besteht, dass es ihr gut geht. In einem Gespräch mit People verurteilte Fürst Albert die weit verbreiteten Spekulationen über seine Beziehung zu seiner Frau und bezeichnete sie als reinen Klatsch und Tratsch. Wir sind ein leichtes Ziel, weil wir so viel in der Öffentlichkeit stehen. Es bleibt natürlich abzuwarten, ob mehr an der Geschichte dran ist.